Immer die Stasi, die einen hier abhört. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Jetzt hilft leise Reden auch nichts mehr. Jetzt ist die Sache hier gelaufen. Ich will erst den Schnellreisepunkt. Anscheinend hat alter Mann Birstan diese Ruine zu seinem Langhaus gemacht. Gottesblut! Darf ich mal unscheinbar hier hochklettern in der Säule? Ich schreie überhaupt nicht. Ich habe eine ganz normale Lautstärke meiner Stimme. Das ist, weil meine Stimme etwas prägnant ist. Es gab noch gar keine Situation für Schreien. Dafür muss ich andere Spiele spielen. Ich muss hier wieder im Chat mir Sachen anhören. Aber ich war die Tage kurz davor, einen Stream zu machen, wo ich einfach nur einen Film gucke. Du kannst ja dieses Together-Watching machen auf Twitch inzwischen. Als ich krank war, wäre es wirklich eine Option gewesen, abends sich einfach hinzusetzen und sagen, okay, wir machen Twitch Prime Stream und gucken einfach einen Film. In dem Twitch Prime Watch Together. Das wurde schon mal vorgeschlagen, als wir die Raumpatrouille Orion-Sachen geguckt haben. Also ich muss nicht sagen, welchen Film ich gucke. Das könnte man einfach Ankündigung sagen. Man macht halt einen rein, wir gucken alle zusammen einen Film, der bei Twitch Prime verfügbar ist. Das ist ein Feature, den es auf Twitch gibt inzwischen. Ist halt nur schade, dass natürlich die Abonnenten, die mitgucken, müssen halt auch Twitch Prime haben. Dann wird das halt registriert über den Account. Anwesen vor langer, langer Zeit. Sorry, will mich nicht profilieren, aber ich habe dir einen Sub dagelassen. Danke, Karnvor. Aber steht immer noch bei 47? Jetzt sag nicht zu schnell, wer dabei. Ihr wisst noch gar nicht, was wir gucken würden. Hey, aber... Borat 2. Witzigerweise habe ich den neuen Borat noch gar nicht geguckt. Aber der soll auch nicht so gut sein. Bin ich ehrlich, bin ich den ersten auch nicht geguckt. Ich kenne nur Ausschnitte davon. Guten Morgen! Ich stehe hier für Lady Alette von Colancaster, die berühmte Meisterin des Wortgefechts. Wünschst du eine Audienz? Ich habe nie von ihr gehört. Wenn ich dich so ansehe, wundert mich das überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, wünschst du sie herauszufordern? Bill und Ted habe ich sogar vor knapp einem Jahr nochmal gesehen. Oh ja. Wie närrisch.
aber die Ehre ihrer Gegenwart dürfte dich für deine wohl sicher beschiedene Niederlage entschädigen. Lady Alette, deine Spottstreitkünste sind gefragt. Oh, ein Bauer? Du kommst wegen eines Wortgefechts? Gut, offenbare deine Almosen. Wollen nicht entzinken, der Schinken. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Sie wird eröffnen. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Also zum Tor würde das erste passen. Du plapperst nur gern, kommt's mir vor. Wirklich furchtbar. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Ich besieg dich, dann weißt du Bescheid. Nichts als Glück. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch spreche ich noch deinem Leiden zum Trotz. Mit den kläglichsten Worten der Welt. Wem hast du das denn gestohlen? So ward Lady Alette also doch glatt besiegt. Und ihr Herold steht in meiner Schuld. Denn sie hat ihren Gegner wohl stark unterschätzt. Und das Schicksal war heut ihr nicht hold. Ach, zahle diese Gestalt aus und schicke sie weg. Mir ist die Lust vergangen. Ich muss sagen, am Anfang waren die Streitgespräche sehr gut. Und jetzt ist das für mich... Du hast ihn dir verdient. Vor allem die Phrasen, Danke. Die er sagt, immer kürzer und einfach... nicht mehr so schnittig wie am Anfang. Aber man muss es machen für den höheren Charisma-Wert. Weil es könnte ja irgendwann noch mal in eine Situation kommen, wo sich dieser Charisma-Wert auszahlt. Asterix und Obelix, das könnte man wirklich gucken. Aber natürlich wird es Highschool-Musical. Ich habe früher mal Asterix, also eine lange Zeit Asterix und Obelix bei den Briten habe ich zum Einschlafen geguckt immer. Der Typ. Da. Hallo Shifty. Vielleicht, weil du das Fass schon leer getrunken hast? Verdammter Birstan. Sein Haushalt wird genauso schlecht geführt wie sein Land. Estrid ist eine gute Frau. Die hat er gar nicht verdient. Natürlich sagst du das. Herr? Ein heroisch aussehender Däne in unserer Mitte. Ich suche Birstan, den Aldermann dieses Schiers.
Unser Lord ist nicht zugegen. Doch seine Frau ist oben und empfängt Besucher. In gewohnter Manier. Wenn du mit ihr sprichst, merk bitte an, dass uns das Ale ausgeht. Natürlich sagst du das. Asterix und Obelix bei den Briten und Asterix und Obelix, ja, wo ich den Titel immer vergesse, wo die Heldentaten vollbringen müssen. Um, sag ich mal, Rom, war es erobern Rom dann? Das finde ich die besten beiden. Obwohl, wo die in Ägypten sind, ist auch schon gut. War auch noch sehr gut. Nimm die Waffe runter, Herren. Ich bin Eivor vom Rabenclan und auf Geheiß deines Mannes hier. Noch ein Däne. Ich bin Estrid, die Frau des Lords von East Sexe. Wie du vielleicht gehört hast, ist mein Mann nicht zu Hause. Wenn er nicht hier ist, spreche ich mit dir. Oh, das könntest du, Eivor. Zweifellos würde diese Alle vor lauter Scharfsinn erbeben. Doch er ist es, mit dem du dich einigen musst. Du kommst mir nicht vor wie eine fromme sächsische Frau. Erkennst du tatsächlich noch einen Funken meines fränkischen Feuers? Vielleicht tanzt er in meinen Augen? Ich bin es leid, Sachsen zusammenzutrommeln. Ist ein Mann gefangen, betrunken oder auf Abwägen? Er jagt im Wald nach Wild und ignoriert die wichtigen Angelegenheiten von East Sexe. Deswegen ließen wir dich rufen. Wenn ich ihn finde, erinnere ich ihn an seine Pflichten. Das wäre ein Wunder. Sein Lieblingsjagdrevier liegt südwestlich von hier. Die Lavendelfelder ziehen seine Beute an, so Gott ihm helfe. Mit etwas Glück wurde er noch nicht gefressen, doch ich kehre zurück. Vor allem die ganzen Sachsen kriegen keinen Dialekt, ey. Aber wenn jemand aus dem Frankenland kommt, ne, die darf natürlich Dialekt sprechen. Geduld ist eine gottgefällige Tugend, Edred. Selbst die Heiligen wären es leid, darauf zu warten, dass Birst... Dialekt ist vielleicht übertrieben, aber... Wir müssen über die Belange des Landes reden. Mit ihm oder ohne ihn. Wir können ja einfach sagen, dass die Asterix und Obelix Filme alle ganz gut sind. Und jetzt bist du ein Wildschwein. Die Realverfilmungen waren gewöhnungsbedürftig. Muss ich dazu sagen. Ich habe sie auch gesehen. Dieser Ort wird gut bewacht. Richtig guter Partystart. Ach, ich habe
die Glocke läuten, ne? Ich weiß gar nicht, wo die Glocke ist. Zu spät. Ach, jetzt muss ich sie alle töten. Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Also von Asterix ist ja der eine, die eigentlichen, ich glaube es waren ja zwei Illustratoren, die sich mit Asterix befasst hatten und die sind ja eigentlich tot. Aber soweit ich weiß, glaube ich, sind noch trotzdem neue Asterix-Bände erschienen. Aber es war einer, ich bin gerade nicht 100% sicher, aber es ist schon einige Jahre her. Und ich erinnere mich daran, dass mein Vater mir gesagt hatte, dass er die jetzt immer noch kauft, wenn neue rauskommen, aber die Qualität, also sie sind halt anders, als wenn... Weil er hat halt die ganzen Bänder von Asterix und so gekauft. Clever und Smart waren cool, ja. Obwohl ich als Kind, obwohl ich das als Kind gerne geguckt, also gelesen habe, richtet hat sich der Humor eigentlich nicht an Kindern in meiner Altersgruppe gerichtet. Aber das war schon speziell und sehr geil. Ich glaube, da ist ein Fenster auf der anderen Seite. Da muss ich hin. Seid achtsam, wir schaffen das! Das sind alles noch Sachen, die haben einen Fall, aber sich alles auf dem Dachstuhl liegen. Das wird alles später mal meine Sorge sein, das zu sortieren. Und zu gucken, was ich von, keine Ahnung, 5000 Comics haben will. Die Sache ist immer bei vollständigen Sammlungen, ob das die Erstausgaben sind. Du kannst eigentlich alle Sammlungen, ich glaube ab 70er Jahre war das, sind in der Regel nicht großartig was wert. Weil ab da wurde halt alles in Massenproduktion gesetzt. Es gab zwar noch so ein paar vereinzelte Sachen, wie neue Comics, die dann, sag ich mal, in sehr geringer Auflage in den ersten paar, ja, Dingern waren. Aber alles, was, sag ich mal, übers Meer kam und dann hier in Deutschland aufgelegt wurde, in deutscher Sprache, wurde dann direkt mit so einer hohen Auflage bestückt, dass das keinen Wertzuwachs hat. Also keinen großen wie früher. So, alle Serien, als mein Vater jung war, die waren noch richtig was wert. So die ersten, halt Mickey Mouse ganz früher, Fix und Foxy. Dann Popeye.
und so Geschichten. Das sind Sachen, die richtig Kohle bringen. Weil da war einfach die Auflagen gering. Ich werde wahrscheinlich von der Comic-Sammlung meines Vaters gar nichts verkaufen. Sie wurde wohl verriegelt. Ich würde wahrscheinlich einen großen Teil davon nochmal lesen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Weil ich weiß, dass die lustige Taschenbuchsammlung und die Mickey-Boss-Sammlung ist halt nicht so viel wert bei meinem Vater, weil das sind Neuauflagen bei den anfänglichen. Weil die Originalen hat er nicht mehr von früher, weil meine Oma die verheizt hat. Aber trotzdem, rest in peace, Oma. Du warst trotzdem eine gute Frau, auch wenn du die Comics von meinem Vater sollst nicht verbrennen sollen, als er beim Militärdienst war. Mein Vater wirklich ein Sammler war, der schön Comics in Folie eingebettet hat, ne, und die wirklich gesammelt hat. Und die hat die alle verschenkt und verfeuert. Eine Million wäre dabei bestimmt rumgekommen heute. Sehr liebenswert. Im Gegenwert. Vielen Dank. Das hat er aber schon mal erzählt. Also Sachen wie erstes Mickey Mouse Heft. Also der hat sehr viele Erstauflagen gesammelt früher. Als er jung war. Und der erste Ausgabe Mickey Mouse Heft vom letzten, im guten Zustand, in deutscher Sprache, ist halt einfach so eine halbe Million. Wahrscheinlich heute. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Also früher hast du dafür zu D-Mark-Zeiten 350.000 bezahlt. Also war so gesehen der theoretische Marktwert. Du musst natürlich auch immer einen Käufer finden dafür. Ist übrigens die Geschichte, wenn der Puls meines Vaters zu niedrig ist, muss man davon nur anfangen. So geht der hoch. Er hat für seine Mutter alles getan, aber das zu verzeihen war nicht so einfach für ihn. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht verkaufen. Wahrscheinlich sind Bücher dann eh out. Guck mal, was die Digitalisierung eigentlich dann genommen hat. Also so eine wirkliche Möglichkeit des Sammelns von etwas. Der reelle Besitz von etwas wird uns eigentlich genommen. Durch eine reine Digitalisierung von allem. Wird alles so ein bisschen perversiert. Gute Nacht, Rowdy. Blattgut, du kannst mir auch 100.000 zahlen. Hier ruht
Kimbelinus, der starke bretonische Hund, fletschte seine Zähne und zähmte ein Land. Britannorum Rex. Und doch hält Alfred Festmahle mit unserem Feind ab, den Invasoren aus dem Norden. Er ist kein König. Das hier ist ein König. Nachtragerrock. Noch einen höher. Boah. Der Hund ist irgendwie... Der schabt sogar in meinem Bein, damit ich ihn hochhebe. Er ist ein bisschen anhänglich im Moment. Ich glaube, weil er immer Angst hat vor der Katze. Ich verstehe dich nicht, ich habe Kopfhörer auf. Kannst du das in den Chat schreiben? Ich kann es ja auch nur so sagen, dass Balthasar Angst hat vor der Katze, weil... Ja, die Katze sitzt mit auf deinem Stuhl, aber er kann auch trotzdem Angst haben, weil er nicht weiß, wo die Katze ist. Hallo, Credo. Er macht halt keine Laute, um sich auszudrücken. Und nee, habe ich jetzt die Schrift vergessen? Nee, die Schrift war, glaube ich, sogar noch einen höher. Nee, Moment, jetzt bin ich ganz durcheinander. Er hat Angst, dass die Katze ihn hört, richtig. Deshalb schabt er. Ich habe doch die Schriftrolle liegen lassen aus Versehen. Ich habe mich noch gar nicht damit befasst, ob die Schatzkarten wirklich Schatzkarten sind. Also, ob sie wirklich einen Ort markieren, den ich anders nicht finden kann. Ich glaube, man könnte aus Versehen darüber laufen. Das war eigentlich eine Fähigkeit gerade. Du verdammter Scheißhaufen! Das hat zum ersten Mal funktioniert, da ich über den Gegner drüber geflogen bin. Gut, dass du hergekommen bist, Eivor. Es gibt... Ach, du bist das. Wir suchen immer... Nee, ich will mit dir nicht... Ich will keine Aufträge machen. Ich habe gesehen, ich habe
Hatte ich jetzt wirklich 93 Orbs? Nicht Orbs, Opale. Und das nur vom Nebenbei aufsammeln. Hört man das Kratzen so laut? Als Katze hörst du das Kratzen des Hundes anscheinend laut. Und Balthasar wird dann von der Katze geschlagen. Gut, das war's schon. Ich hasse das mit dem Scheiß. Mit den Dingern hier hinterherjagen. Lasst mich doch einfach ziehen. Aus und steh dich, Gottes Urteil, Teufel! Venite ad remus sec ade talata merum. Ritis et fidem, dus et vos interem et promissa. In tua erit anima domina. Mach die doch einfach nicht, sind es am wichtigen Teil geworden. Ja, ich bin inzwischen so, dass ich sage, wenn ich schon das spiele, dann mache ich auch alles. Warum betet ihr hier? Wir beten für die Stärke, uns dem zu stellen, was in der Höhle lebt. Diesen Tattoos hinterherjagen, finde ich nervig. Der die Bestien befehligt. Oft schon haben wir ihn gesehen, wie er wilde Tiere füttert und mit ihnen spricht. Nicht einmal die Wölfe fallen ihn an. Seid ihr sicher? Ihr Christen erkennt schnell den Teufel in Dingen, die ihr nicht versteht. Die Vögel in diesem Wald sind rastlos und greifen schnell an. Erst gestern stahl ein Fuchs ein Kind aus seiner Krippe. Ohne Zweifel. Er, der rückwärts läuft, ist unter uns. Er ist mit dem Teufel im Bunde. Entweder wird er dort herauskommen, oder wir werden hineingehen. Sei vorsichtig! Sprich nicht mit ihm! Wenn meine Seele unsterblich ist, kann ich nicht in Gefahr sein. Ist das ein Menschen- oder eine Tierhöhle? Du lebst mit deinem Bären zusammen. Stimmt es, was der Mönch sagt? Kennen wir dich nicht? Tiere sind meine Freunde. Ich höre sie und sie hören mich. Den hier haben sie verletzt. Und nun wollen sie mir auch etwas antun. Aber hetzt du deine Tiere auch auf Menschen? Wer meinen Freunden weh tut, dem tue ich weh. Aber niemals einem Kind. In Kent wurde ein Mann von Tieren des Waldes belagert. Er wurde von Ratten getötet. Dann hat er es verdient. Er hat eine Wölfin wegen dem Fell getötet. Sie war schwanger. Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Ich bin der Vater. Du verteidigst nur die, die du liebst. Bleib hier und sorge für deinen Freund. Ich kümmere mich um die Mönche da draußen. Töte sie nicht! Das will ich nicht! Verscheuch sie nur! Sie haben nur Angst vor Tieren, weißt du? Naja, wir werden nie erfahren, ob er sie begattet hat. Wird doch nicht funktioniert sein. Die genetischen Stämme sind so weit voneinander entfernt, dass kein Kind daraus gezeugt werden kann. Wieder ein paar Geistliche verprügeln. Hast du ihn erlegt? Oder hat dich seine Teufelszunge übermannt? Singulus ribes longe. Incomprehensible Glun. Jetzt sag mal, wie soll ich die denn jetzt verscheuchen?
Wenn das erste, was mir gesagt wird, Attentat. Der nächste Stündlein! Gott verfluche solch Sünder! Was ist das für ein Hammer? Ist das der Hammer Thors? Nein, das ist, glaube ich, nicht Hammer des Thors, oder? Das ist einfach nur ein Schmiedehammer. An sich müsste man ihn um die Schulter legen und dann sagen, ey, guck, der lebt noch, der ist voll fit. Wir sind jetzt beste Bros. Ich weiß nicht, ob du bist, was sie glauben, aber ich habe mich um deine Peiniger gekümmert. Sie haben meine Klinge gespürt. Blut bringt Blut. Mehr werden kommen. Alles wird schlimmer. Avon und ich gehen besser fort. Ich tat, was ich konnte. So lebe wohl und viel Glück. Eigentlich habe ich nur mit einer Fackel beworfen. Ich konnte nicht wissen, dass er... ...dass er schwach wie ein Zweig ist. Ja, es gab einen Film, wo die... ...versuchen, ihr einen Freund von sich irgendwie, ja, so zu tun, als wenn er noch am Leben ist. Aber ich vergesse den Namen immer davon. Ich denke nicht, dass der Feuer gefangen hat, weil er viel Schnaps trinkt. Ich denke, er hat Feuer gefangen, weil er mit dem Teufel im Bunde war. Die Jagd ist ein guter Zeitvertreib. Ich hoffe nur, der Aldermann wurde nicht selbst zur Beute. Sein blutiges Lager verheißt nichts Gutes. Sie wurden beim Abendessen überrascht. Die Überreste der Jagdgesellschaft. Der hier wurde von einem großen Tier angefallen. Sie wurden von einer Bestie angegriffen. Stark genug, um ein Pferd zu reißen. Hier sind die Spuren eines großen Raubtieres im Gras. Die Jäger fielen ein oder zwei großen Bestien zum Opfer. Ich kann nur hoffen, dass Birstan noch lebt. Wie ein Bär.